Ja, hallo erstmal. So, Tag 2 läuft mit der neuen Welt. Ich habe ja schon angefangen, an meinem Gebäude zu bauen, was mir erst einmal als Unterschlupf dienen soll, bevor wir eventuell dann an Umbauten, Neubauten oder was auch immer denken. Ja, was soll ich groß sagen? Jetzt arbeite ich gerade an dem Dach. Hab mir vorher aus der Ruine, die vor uns liegt, die Baumaterialien besorgt. Und jetzt geht's erstmal daran, zumindest einen großen Teil des Daches so fertigzustellen, dass ich ein Feuer machen kann, das dann bei Regen nicht ausgeht. Das ist erstmal Prämisse 1. Es wäre ja ziemlich dösig, wenn ich immer wieder Feuer anmache und dann kommt ein Regenguss und zack ist das Feuer aus oder die Fackeln gehen aus, die ich vielleicht platzieren werde. Muss man einfach mal schauen, wie sich das so jetzt dann entwickelt. Aber grundsätzlich ist es immer sinnvoll, erst einmal ein Teil zumindest überdacht zu haben, so dass man dahingehend sich zumindest erstmal aufstellen kann. Ja, das ist immer ganz gut, wenn man eine Ruine da hat, die man plündern kann. Und ja, jetzt hier erstmal zack und hoch, jawohl. Ja, ich habe mir überlegt, dass ich nicht ein Flachdach mache, wie ich es sonst üblicherweise mache, dass ich losstiefel und mir Holz besorge. Nein, bei dieser schönen Ruine, die wir da haben, da sind jede Menge Treppenstufen drin. Da lohnt es sich, gleich ein Satteldach zu machen. Und bei der Gelegenheit können wir jetzt auch mal gleich ein bisschen anderes Gedöns noch einsammeln. Ein bisschen Stöcker brauchen wir noch und was zu essen kann auch nie schaden. Und wenn es denn schon mal reif ist, nehmen wir doch den Samen mit. Ja, auch die Rüben nehmen wir mit. Den Flachs sowieso. Flachs ist immer gut. Ah, hier ist noch was, das ist super. Das kann man immer gebrauchen. Flachs ist die nächste Zeit mit Sicherheit immer Mangelware. Also immer mitnehmen. Ja, jetzt hatte ich mir neue Stufen organisiert aus der Ruine. Das habe ich euch mal erspart, denn das Abbauen von Stufen ohne Spitzhacke dauert natürlich auch entsprechend. Und jetzt bauen wir hier zack, zack, zack mal schnell das Dach weiter. Ich will hoffen, das reicht irgendwann dann doch für die, zumindest für die Hälfte des Hauses. Und dann sind wir ja schon mal einen Schritt weiter. Jo, das sieht gut aus. So. Die Hälfte haben wir. Jetzt gucken wir uns mal ein bisschen hier in der Umgebung um. Oh, Feuerton, das ist sehr gut. Den brauchen wir mit Sicherheit auch. Hier haben wir einen Händler. Dann gucken wir mal die Tage rein, was der so anzubieten hat. Jetzt ist erstmal die Prämisse fertig werden mit der Rundreise hier, denn es bricht die Dämmerung ein. Und das ist nicht so gut, wenn wir in der Gegend rumflitzen. Ein bisschen Flachs. In der Gegend rumflitzen und ja, überhaupt nicht wissen, wo wir sind. Weil wir haben ja noch nicht mal eine Fackel. So, da ist unser Häuschen. Kann man schön sehen, die Hälfte des Daches ist da. Also können wir hier dann erstmal. So, jetzt brauchen wir erstmal eine Schaufel. Also Werkzeug ist ja immer gut. Hier haben wir ja noch ein Körbchen, da können wir erstmal den ganzen Samen und das Getreide ablagern. Dann haben wir das auch weg. Und so, zack. Jetzt können wir da die Schaufel zusammenstricken.
zur Schaufel. Jo, guten Morgen. Ist natürlich eine Axt. Hey. Und zwar, es dämmert und ich habe kein Holz. Also, was brauchen wir, um Lagerfeuer zu machen? Natürlich Holz. Mal schnell hier so ein Bäumchen, zumindest erstmal Stöcker. So, zumindest erstmal einen Block haben oder so. Das reicht ja erstmal, um ein Feuer zu machen, eine Feuerstelle anzulegen. Und Äste haben wir auch genug. So, zack, jetzt haben wir hier unser Holzstückchen. Und zurück, bevor es ganz duster wird. Ja, Stöcke haben wir auch genug. Dann können wir nämlich auch Fackeln machen, sobald wir hier ein Lagerfeuer am Start haben. Gut, hier machen wir es erstmal hin. Erstmal Gras. Jetzt spalten wir das Holz auf, dass wir Holzscheiten kriegen. Zack, da haben wir sie. So, abhocken und Holzscheiten anlegen. Jetzt nehmen wir unseren Anzünder und na, rechte Maustaste und Gas geben. Und hoch die Waschraut, zack, da haben wir unser Feuerchen. Jo, sofort mal Stöcker rein. Dass wir uns Fackeln generieren. Und ab jetzt sollte es eigentlich kein Problem mehr sein, dass wir uns auch bei Dunkelheit oder Dämmerung zurechtfinden können. Das nächste Ziel ist natürlich ganz klar, so hier die erste Fackel. Das nächste Ziel ist ganz klar Laterne. Aber die ist auf jeden Fall nicht heute angesagt und auch nicht morgen und auch nicht übermorgen. Denn dafür müssen wir erstmal die ganzen Zutaten einsacken. Das ist aber auch kein Drama, solange wir Fackeln haben, ist ja alles gut. Jo, so, jetzt haben wir noch ein paar Stöcker. Gucken wir mal hier in der Gegend noch rum. Ja, machen wir auch mal weg. Wir werden sowieso, oder ich werde sowieso dann in der nächsten Zeit ein bisschen Gehölz hier wegmachen müssen, dass das alles ein bisschen lichter wird. Jetzt haben wir auch wieder ein Holz. Block. Können wir dann auch wieder Holzscheiten machen, um das Feuer zu erneuern oder auch laufen zu lassen, wie auch immer. Jetzt habe ich hier ein paar Gebüsche weggemacht. Das ist aber nicht schlimm. Die kann ich ja jederzeit an einem für mich interessanten Ort ablegen. Ja, weil ich denke mal, ja, hier in der Nähe vom Haus ist immer gut, wenn es dann mal ein bisschen enger wird mit Nahrung. Dann haben wir was in der Nähe, wenn es nicht ausgerechnet Winter ist. Jo, so, hier noch ein bisschen Gehölz weg und zack ist die Axt auch schon wieder am Ende. Gut, so schnell geht das, aber das ist bei einer Steinaxt nun mal halt so. Da muss man einfach mit leben. Ja, Feuerchen ist aus, aber Fackeln habe ich. Die packe ich mir auch gleich mal weg, dass ich sie nicht aus Versehen mit ins Wasser nehme und alles lösche, was da vorhanden ist. Das wäre ein bisschen übel. Also, so ein paar Reservefackeln sollte man immer haben. Gut, das soll es gewesen sein. Ich danke fürs Zuschauen. Bleibt mir erhalten, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski!